Hallo, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Planet Zoo. Ich hatte vorhin schon eine Aufnahme gestartet. Und warum ist das kaputt? Mach es wieder heile. Ich hatte vorhin schon eine Aufnahme gestartet und dann gab es, ja, genau, Stress mit den Straußen. Waren zu viele Männchen und ich glaube, das ist hier, ja, genau, Strauße. Es sind zu viele Männchen da. Ich wollte die ausrangieren. Und habe dann festgestellt, ich muss wieder pausieren, anders geht es nicht. Und habe wieder festgestellt, dass ich überhaupt keinen Platz hatte. Das heißt, und übrigens, das hier ist ein Bug. Ich hatte vorhin 4, die keinen Mitarbeiterbereich gefunden haben. Und dann hatte ich jetzt gerade 8, die keinen Mitarbeiterbereich gefunden haben. Und wir können uns das gerne mal anschauen. Vorhin hatte ich tatsächlich Fressmeile 2. Genau, Fressmeile 2 ist ja hier. Die haben 1, 2, 3 Mitarbeiterräume. Und diese beiden hier waren sogar vorhin noch leer. Da rennen sie jetzt gerade rein. Das ist auch richtig so. Der ist immer noch leer. Also sie können mir nicht erzählen, dass es keine freien Mitarbeiterräume gibt. Das tut mir leid. Der ist besetzt. Das ist okay. Hier rennen jetzt 3 Leute rein. Das heißt, einer passt noch rein. Und dann haben wir hier immer noch 4. Diese 4 können hier rein. Das funktioniert. Die müssen einfach nur es machen. So. Okapi-Nachwuchs, yay. Ja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe die Aufnahme unterbrochen, habe zum Kotzen, also wirklich zum Kotzen, im Tierhandel alles online gestellt. Jedes Tier, jetzt sehen wir, hier ist einiges auch nicht verkauft worden. Also wir hatten 30 Tiere, jetzt sind noch 14 hier drin. Das Problem ist, und das kann ich euch so jetzt gerade sehr gut zeigen, wenn ihr 30.000 Mal die Knöpfe drücken müsst, ne, ihr seht das, bis sich hier irgendwas tut. Das funktioniert halbwegs. Und es hat, also das ist halt die Geschichte an Windows 10. Seitdem ich upgegradet habe, funktioniert es nur mit Gewalt. Müssen wir jetzt durch. Nervt mich tierisch. Ich weiß auch nicht, warum man diesen Fehler nicht beheben kann. Er ist bekannt. Alle kotzen darüber. Also ich glaube, in jedem Stream, den ich geschaut habe, waren die Leute abgefuckt, weil einfach das nicht funktioniert hat. Und ich meine, ich weiß auch nicht, was der Fehler ist. So funktioniert es jetzt gerade ganz gut. Ja. Gucken wir mal. Was machen wir diesmal? Also die Strauße haben wir soweit, genau. Wir gucken jetzt mal ganz kurz, Zoo, Tiere. Das, was vorhin nicht gepasst hat, genau, die beiden müssen raus. Sind das die beiden? Nein, das sind nicht die beiden. Du nicht. Du musst raus. Ah, es ist nach, ja, okay, also ihr zwei müsst raus. So. Warum kann er nicht raus? Er ist schon im Handelszentrum. Ah, okay, genau. Der eine ist schon raus. Der andere muss noch. So, und dann dürfte es, genau, gibt es auch direkt keine Probleme mehr. Wie machen wir es weiter? Hier wollte ich ja auch noch erweitern. Und das wollte ich noch zu den Nialas dazu nehmen und das Ding dann irgendwie hier hinsetzen. Das sind, glaube ich, die Projekte, die ich auf jeden Fall angehen möchte. Wie geht es unseren Bärchen? Ich glaube gut. Ja, mittlerweile weißt du nur noch... Ah, selbst Marissa weiß jetzt, wo sie hin soll. Das verstehe ich auch nicht. Wo kommt dieser Error jetzt auf einmal her? Wisst ihr, was ich meine? Bisschen strange, ne? So aus dem Nichts eigentlich. Ja, okay, das bin ich, deswegen geht das nicht. Mir selber darf ich nicht Hallo sagen. Wir hatten Okapi-Nachwuchs. Oh, da ist sie. Oder er. Es ist ein Sie und es ist ein Silbernes. Okay, wir haben ja noch den goldenen Sohn. Den habe ich nicht in den Verkauf gegeben. Ja, das ist nämlich nicht so pralle.
Einfach damit wir da. Ja. Damit wir da nochmal eine Reserve haben, sollten die beiden versterben, haben wir zumindest noch ein goldenes männliches Tier und brauchen dann nur noch in Anführungszeichen das Weibchen. Wie schnell wir da drankommen, weiß ich natürlich nicht. So, hier ist irgendwie tote Hose. Verstehe ich gar nicht. Die Läden haben alle auf. Bewegt euch mal von da nach hier. Wüstenskorpion hatte Nachwuchs. Mhm. Ach so, was ich auch gemacht habe, wir können es hier mal sehen. Ich habe alle auf eine Fortbildung geschickt, beziehungsweise die sind aktuell. Ah ja, jetzt ist er fertig. Das wird bei den anderen jetzt auch bald passieren. Von Azubi zu fähig. Da muss man eigentlich gar nicht so viel machen. Muss man eben Fortbildung abbrechen. Es gab ein paar, genau, fähig. Ach, den könnte ich jetzt schon wieder weiterschicken. Das mache ich aber wieder im Off. Ich kann alle direkt durchklicken und das dauert ein bisschen. Und das, glaube ich, ist auch doof, dass genauso wie mit dem Tierhandel, das ist einfach doof. So. Das wird nochmal lustig. Was machen wir zuerst? Ich glaube, ich möchte bei den Geparden loslegen, weil da haben wir keinen Käfig, den wir verschieben müssen. Käfig, sage ich schon. Kein Gehege. Mein Gott. Wir müssen nur 1000 Steine bewegen. Ja, das kriegen wir hin. Was ist das? Was war das denn? War das das Zebra? Haben die ein Zebra weggeschleudert? Diese Zebra-Figur? Geht's euch zwei denn gut? Aber die sind... Oh, die sind schon alt. Vielleicht sollten wir... Also ich bin ja jetzt... Jetzt bin ich froh, dass wir nicht alle Geparden verkauft haben. Weil ich glaube, die beiden machen es nicht mehr lang. Sie werde ich dann wohl behalten. Sahara. Ja, die hat auch eine bessere Bewertung. Also sie wird bleiben. Und die beiden oben verkaufe ich. Aber das passiert ja, wie gesagt, alles später. Ja, genau. Zebra war das. Okay. So, wie machen wir das am besten? Erstmal Pause. Was ist hier los? Das Tier ist verstorben. Tierarzt ist unterwegs. Ah ja. Mhm. Skorpion wegen Nachwuchs. Ja, habe ich gerade schon befürchtet. Oh, wieder Babysträuße. Oh Gott. Warte mal. Warum bist du? Du bist der Alpha-Strauß, ne? Das heißt, er muss doch auch raus. Tschüss. So, das geklärt. Oh, ich habe Angst. Oh, das sind so viele. Und das sind auch noch so viele. Ich gebe denen mal allen die Pille. Warte mal. Die sind nämlich alle miteinander verwandt. Das ist nicht gesund. Das ist... So. Nee, nicht anklicken. So, 1,3, 0,1, 1,3, 1,3. So, so und so. Wenn ich die raushaue, reicht das vielleicht schon, die ganz neuen? Ist noch nicht ganz gut, ne? Nee, okay, es müssen noch mehr Tiere raus, oder? Nee, Tier ist hungrig. Alles gut. Nee, ist immer noch nicht gut. Handelszentrum, fühlen Sie sich wohl hier nicht. Nochmal eben das Handelszentrum rausfiltern. Oh, wo sind denn jetzt die Spinnen? Die Skorpione. So, was haben wir denn hier? 17,9. Das sind die Elterntiere. Dann kommen die hier auch alle raus. So.
Dann wird das hier auch alles direkt verkauft. Hier funktioniert es einwandfrei. Warum hat er hier so Probleme? Oder geht's jetzt? Dann lache ich. Na gut, so, 16 Plätze haben wir hier drin, weil wir nochmal Sträußchen reingepackt haben. Tier ist gestresst. Ja, so viel zu, ich will das und das machen, ne? Wollen ist immer falscher Reiter. Wollen ist immer so eine Sache. So, also wieder Handelszentrum weg da. Warum leidet ihr unter den... Ist doch alles gut. Ist doch alles gut. Oh, wir haben immer noch kein... wir müssen sowieso neue Erdferkel holen. Okay, wir müssen... Ja gut, Geparden haben wir gerade eben schon geklärt. Wo sind die Schlangen? Schlange, Schlange, Schlange. Schlange. Oh, ein weißes Baby. Süß. Wölfe, hier ist, ja, das ist okay. Warum leiden die? Dürfen die nur zu zweit? Das kann natürlich sein. Warte, dann schicken wir die Nachkommen auch mal raus. Direkt verkaufen die beiden. Oh, die sind nicht schlecht, ne? So, und tschüss. Und damit ist wieder alles im grünen Bereich. Sehr gut. Bärchen wachsen und gedeihen. So, also wir... Dafür muss ich aber auf jeden Fall pausieren. Wir erweitern dieses Gehege. Ach, das wird... okay. Erstmal alle Steine weg. Obwohl, da könnte ich es noch stehen lassen. Das wäre noch okay. Aber ich kann auf jeden Fall gucken, dass ich... Kann ich das ziehen? Barriere bearbeiten? Kann ich das irgendwie ziehen? Ah ja, das geht. Wenn ich das so dahin setze... Und dich so, aber ich würde auf jeden Fall noch ein... Warte, ich mach das nochmal. So. Das Ding entsprechend raus. Das will ich bewegen. Nochmal. Ja, so. Das Ding. Ups. Nochmal. So. So ist okay, oder? So, das heißt, wir setzen... Okay. Okay. So. Okay. Ich bewege mir mal so hin. So. Da.
Wie machen wir es denn so vielleicht? Und ein bisschen tiefer, so. Dann Natursteine. Savanne. Und dann immer schön die großen. Hä? Habe ich da jetzt zwei Steine? Na, sicher das. Okay. Erstmal so und dann na, super, hat echt viel gebracht. So. Warum geht denn hier unten immer die Leiste weg? So. Oh, ich bin gerade ein bisschen wortkack, Entschuldigung. Das ist immer höchste Konzentration beim Bauen. Das sieht noch nicht gut aus. Ah, ist das, wenn ich Escape drücke? Geht es dann immer so blöd weg? So, wir sind ja auch gleich schon... Huch! Gleich schon fertig. Vielleicht nochmal so kleinere Steine. Sagte sie und baute dicke Klunker hin. Guck mal, der passt hier noch sehr gut rein. So. Und dann kommt da nochmal hier so ein Kran dran. Ja, den vielleicht nicht. Der ist ein bisschen zu klein. Aber solche noch. Jo. Der ist zu groß. Der passt da noch super. Schieben wir den so ein bisschen hier so rein. Na, das sieht doch gut aus. So, jetzt geht's darum, Gelände. Okay, warum auch immer. Ups. Na egal. So.